Jetzt geht's los mit der Debatte über die neu angelobte Staatssekretärin für Kunst und Kultur. Und die erste Rednerin ist die Clubchefin der Grünen, Sigi Maurer. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen vor den Bildschirmen, liebe Andrea Mayer, die letzten Monate waren Corona-bedingt für alle Menschen in Österreich eine sehr große Herausforderung, insbesondere natürlich auch für die Künstlerinnen und Künstler, für die Veranstalter, für die Freischaffenden. Sie waren auch eine große Herausforderung für die Politik und auch für die zuständige Staatssekretärin Ulrike Lunacek, bei der ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich für Ihren Einsatz über die vielen, vielen Jahre für grüne Politik, für europäische Politik in Österreich bedanken möchte. Und jetzt, wo wir langsam wieder beginnen können, unser Leben und unsere Arbeit, unsere Freizeit langsam, aber doch einer gewissen Normalität zuzuführen, können wir auch die sehr schwierige Situation im Kunst- und Kulturbereich wieder ändern. Und es gibt hier einen frischen Wind und es gibt hier auch erste Erfolge. Und ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, Andrea Mayer für diese extrem herausfordernde Aufgabe zu gewinnen. Und möchte ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite vom Club hier im Hohen Haus aussprechen. Wir freuen uns auf eine ausgezeichnete, gute Zusammenarbeit. Dass wir hier die beste Kandidatin gewinnen konnten, das wird in Land auf, Land ab in jeder Zeitung beschrieben, mit einer extrem langjährigen Erfahrung, schon 1993 bei Rudolf Scholten angefangen. Wir haben hier eine Expertin in der Verwaltung, die das ist ein ganz wichtiger Punkt, selbstverständlich in der Abwicklung, im Vollzug, was unsere Politik, die wir hier beschließen, die Gesetze, die wir hier beschließen, betrifft, dass man sich auch gut in der Verwaltung auskennt. Und da ist sie ja absolute Expertin und hat angefangen von Rudolf Scholten über viele, viele, viele verschiedene Stationen gezeigt, dass sie extrem gut umsetzen kann, extrem engagiert ist. Sie war maßgeblich involviert in die Universitätswerdung der Kunsthochschulen, was einen sehr großen Impact auch bedeutet hat im Wissenschaftssektor, im Kunst- und Kultursektor. Sie war jahrelang Sektionschefin ab 2007 und eben Leiterin der Kunst- und Kultursektion. Und war in zahlreichen Vereinsvorständen, Aufsichtsräten und Gremien, wie zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen oder auch zuletzt im Kuratorium des Belvedere. Ich glaube, mit dieser Liste zeigt sich schon, was für umfangreiche Expertise und Anerkennung Andrea Mayer genießt. Ich bin mir sicher, dass sie diese Erfahrungen in dieser Funktion auch gut einbringen kann. 2017 ist sie als erste Frau zur obersten Beamtin der Republik quasi geworden, bei Sascha van der Bellen, und ist auch dort, hat sich super vernetzt, ist super vernetzt in der Kunst und Kultur, aber natürlich auch in der österreichischen Verwaltung insgesamt. Und sie hat immer gezeigt, dass sie alle Sparten abdeckt, ja, von der freien Szene über den Denkmalschutz, über Film- und Tanzperformance bis hin zu den Bundestheatern und den Museen. Sie hat sich auch immer eingesetzt für Gleichbehandlung und Frauen im Kunst- und Kulturbetrieb und ist auch jetzt extrem gut vernetzt international und kennt seit vielen Jahren die Akteurinnen und Akteure der Szene sehr gut, was man auch an den Rückmeldungen in den österreichischen Zeitungen der letzten Tage, Wochen sind es ja noch gar nicht, sehr gut ablesen konnte. Das umfassende Lob, das man hier hört von Interessensvertretungen, von Institutionsvertretern, wo hier Vorschusszutrauen und Lorbeeren ausgeschüttet werden, ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir in diesem sehr schwierigen Bereich jetzt
wieder nach vorne kommen. Und es hat auch schon die ersten Erfolge gegeben in diesen ersten Tagen. Sie hat eindrucksvoll bewiesen, wie schnell sie ins Umsetzen geht und wie engagiert sie das macht. Wir haben seither eine Lockerungsverordnung im Kunst- und Kulturbereich, die gut anwendbar ist und die gut angenommen wird von den Künstlerinnen und Künstlern und vor allem von den Veranstalterinnen. Wir haben einen Überbrückungsfonds für freischaffende Künstlerinnen in der Höhe von 90 Millionen Euro und auch die Absicherung der Filmwirtschaft mittels Ausfallshaftungen. Ich würde sagen, das ist eine Bilanz für die ersten Tage, die sich wirklich sehr sehen lassen kann.